Entschuldigung, wer sind Sie? Kennen Sie den Herrn? Das ist mein Kollege. Ihr Kollege ist das? Ja, der Thomas. Kriminaloberkommissar Bora Aksu und Kriminalhauptkommissar Jan-Ove Mertens leiten die Ermittlungen. Sie müssen zunächst die Todesursache des Mannes klären. Also schlechte Nachrichten, wir haben auf jeden Fall eine Leiche hier. Okay. Ja, das ist vermutlich der Herr Thomas Krall. Überprüfen konnte ich das jetzt noch nicht. Allerdings haben wir den Arbeitskollegen von ihm hier. Ja. Das ist der Herr Arne Kran. Der ist gerade zufällig dazugekommen. Die beiden haben denselben Blaumann an. Ich vermute, die werden hier irgendwo gearbeitet haben. Er ist vermutlich irgendwo von oben gestürzt oder Fremdeinwirkung, kann ich euch jetzt auch noch nicht sagen. Wir haben jetzt auch noch keine weiteren Befragungen durchgeführt. Ja. Die Kollegen von der Spurensicherung sind, wie ihr seht, auch schon da. Überprüfen gerade das Fahrzeug und die Spuren. Und gut, ansonsten müsste da. Machen wir. Hallo, Herr Kran. Bora Aksu von der Kriminalpolizei. Das ist mein Kollege. Das ist Ihr. Hallo? Der Kollege vermutet schon, dass es Ihr Arbeitskollege ist. Können Sie das bestätigen? Richtig. Das ist mein Arbeitskollege. Das haben Sie gesehen, was passiert ist? Nein, habe ich nicht gesehen. Wieso nicht? Ja, ich war noch Wasser holen. Also bei der Hitze war nichts zu trinken da. Und ich bin Wasser holen gegangen und als ich wieder kam, Waren Sie allein, oder? Ja, wir sind zusammen hier hingekommen, aber ich bin noch mal gerade losgegangen, weil ich noch Wasser holen wollte. Ja. Und als ich zurückkomme, liegt er hier. Die Handwerker hatten den Auftrag, die Wohnung zu renovieren. Während der 44-Jährige das Wasser holte, sollte sein Mitarbeiter mit den Vorbereitungen in der Wohnung beginnen. Wer war alles hier vor Ort gewesen? Sie wurden beauftragt von dem Herrn Müller. Von dem Herrn Müller. So, genau. Der Herr Müller hat ihn aufgemacht oder hatten Sie einen Schlüssel? Nein, wir haben schon unten noch gestanden. Der Thomas war vor mir hier und hatte mit dem Herrn Müller schon gesprochen. Ich habe ihn eigentlich nur von Weitem gesehen. Und war der Herr Müller schon drin? Hat er Ihnen die Tür aufgemacht? Weil offensichtlich sieht die Tür hier ein bisschen aufgebrochen aus. Hier. Ach so, ja, das hat er uns gesagt. Er hat uns gesagt, er hat den Schlüssel verloren und hatte den Herd angelassen. Und deshalb musste er dringend wieder rein, hat das selber aufgebrochen. Ja. Auch hier sieht man das nochmal ganz besonders. Hier siehst du am Schloss. Ja. Wir haben hier Blut. Vermutlich Blutspuren hier. Ich glaube, noch tiefer sollten wir jetzt erstmal nicht reingehen. Da holen wir diese Spuren hier hoch. Ja, dass sie nachher hochkommen. Frag mal die Kollegen, ob der. Wo ist denn der Herr Müller? Was genau. Hat er Ihnen denn gesagt? Wo ist der? Wo der jetzt gerade zur Zeit ist, weiß ich nicht. Die Geschichte mit dem verlorenen Schlüssel, dem Herd und nun dem verunglückten Handwerker wirkt auf die Kripo-Kommissare stark verdächtig. Die Rolle des Wohnungsmieters ist ominös. Wer hat Sie weggeschickt, Wasser zu holen? War das Ihre Idee oder hat der Müller Sie losgeschickt, um Wasser zu holen? Der Müller hat uns losgeschickt. Er hat uns 20 Euro gegeben, hat gesagt, es ist mir peinlich, dass ich nichts da habe. Und hat Ihnen die 20 Euro in die Hand gedrückt. Ist der Müller da unten irgendwo? Der Auftraggeber? Nein, da ist er nicht bei. Jan-Ove Mertens erfährt vom Kollegen im Hof, dass dieser gerade mit dem Mieter der besagten Wohnung spricht. Und dieser heißt nicht Müller. Der Kollege gibt gerade die Auskunft, da unten ist der Mieter. Der Herr da, mit der kurzen Hose. Wie passt das zusammen? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, weil... Wie sah denn der Vermieter aus? Wenn Sie sagen, das ist er nicht... Der hatte schwarze, lange Haare. Der hatte schwarze, lange Haare, also das passt auf ihn überhaupt nicht. Ja, das ist der... Schwarze, lange Haare. Was noch? Können Sie den noch näher beschreiben? Korpulent, großkräftig, so genau Bart ich mir oder den, sowas? Nee, so genau habe ich mir den nicht angeguckt. Also, gepflegt, ungepflegt, Piercings, Brille? Nee, ich habe nur die schwarzen, lange Haare, einen Zopf in Erinnerung, eine große Sonnenbrille hat er getragen. Er ist der Mieter der Wohnung und der heißt Henning Weber. Und Sie haben den Auftrag von dem Herrn Müller bekommen? Ja, wir haben den Auftrag von einem Herrn Müller bekommen. Der Auftraggeber mit den schwarzen Haaren ist nicht zuzuordnen. Für die Kripo-Beamten erhärtet sich der Verdacht, dass der Fenstersturz des Handwerkers kein Unfall war, sondern Mord. Was ganz interessant ist, der Notarzt hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass unter den Fingernägeln der rechten Hand haben wir Haarspuren gefunden. Okay. Die Kollegin hat das analysiert. Ja. Ich sag mal, zu 80% können wir euch das jetzt mitgeben. Das ist einmal Echthaar dabei. Okay. Ja, aber nagelt uns nicht zu 100% fest. Nein. Und dann haben wir Kunsthaar mit Anhaftung von Kleber. Das könnte Perücke sein. Okay. Das hellere ist das. Aber lasst uns das 100% analysieren. Mhm. Ja, das Einzige, was wir mit 100%iger Sicherheit sagen können, ist, dass die Leiche tot ist. Das wisst ihr. Ne? Okay. Aber alles andere gibt uns ein bisschen Zeit noch. Ja. Ja. Hallo. Egon 3216. Hört.
Ja, ich habe einmal bei euch mitgehört bezüglich der Wohnung. Eine Wunde. Der hat ein offenes Hämatom am Hinterkopf, am linken Hinterkopf. Ja, nicht so schnell, ich kann kein Steno. Offenes Hämatom. Am linken Hinterkopf. Links Hinterkopf, ja. Ja, genau. Und dieses Hämatom hat also nichts mit dem Sturz zu tun. Ist das eine richtige Wunde? Ist das ein Loch? Oder ein Loch, ein richtig offenes Hämatom ist im Grunde ein offenes Loch. Ja. Ne, hier am Schädel hinten. Was also für ein Durchmesser hat das ungefähr? Ist das von einer Eisenstange, ein Hammer oder länglich also oder rund? Ja, länglich nicht, eher rund. Also eher, wenn, dann eher Richtung Hammer. Wir gehen ganz fest davon aus, dass es sich hierbei um ein Gewaltverbrechen handelt. Ob das jetzt eine fahrlässige Tötung oder ein gezielter Mord ist, das müssen wir jetzt noch herausfinden. Aber er hat halt eine Kopfverletzung, die nicht zu dem Sturz passt. Mhm. Und es ist schon halt ziemlich merkwürdig, dass hier in eine eingebrochene Wohnung ein angeblicher Herr Müller einen Auftrag erstellt für die Handwerker, er selber nicht aufzufinden ist und der eigentliche Mieter nicht Müller heißt. Ne? Herr Weber. Ja. Herr Müller, sagt Ihnen das was? Nein, Weber heiße ich. Das ist klar, das habe ich jetzt schon mit. Ob Ihnen irgendetwas, sagt den Namen Herr Müller, irgendetwas, assoziieren Sie das mit irgendjemandem aus Ihrem Freundesbekanntenkreis? Nee. Also haben Sie jemanden beauftragt da oben, der Renovierungsarbeiten durchführen soll? Nee, wieso? Es ist ja nicht mehr viel. Vor der Abgabe, also ich mache das ja alles selber. So, Herr Weber, Fakt ist, dass die Handwerker einen Auftrag von einem Herrn Müller bekommen haben für ihre Wohnung. Für meine Wohnung? Für ihre Wohnung, aber wir klären das Ganze am besten auf der Dienststelle. Genau. Packt ihr den am besten mit ein? Ja. Wir nehmen den Kollegen mit. Der echte Mieter ist zurzeit der einzige Anhaltspunkt. Obwohl er vorgibt, völlig überrascht von dem Tathergang zu sein, wollen ihn die Beamten auf der Wache vernehmen. Irgendwo muss es einen Zusammenhang geben. Und tatsächlich, bei der Überprüfung der Personalien ergibt sich ein Hinweis. Die Tatortwohnung gehört Ihnen? Das ist meine Wohnung, ja. Das ist Ihre Wohnung? Ich bin gerade am Umziehen, aber ich kann mir nicht erklären, was dort passiert ist. Sie können sich das nicht erklären? Nein, ich habe damit nichts zu tun. Sie haben selber gesagt, Sie sind gerade am Umziehen. Ich bin am Umziehen, ja. Also haben Sie auch die Handwerker beauftragt? Ich habe nichts in Auftrag gegeben. Warum? Ich ziehe aus der Wohnung aus. Da war nicht mehr viel zu tun. Da kann ja sein, dass Sie eventuell Renovierungsarbeiten noch durchführen lassen müssen, wo Sie selber keine Lust haben. Nein, es war wirklich nicht mehr viel zu machen. Ich war ja kurz vorm Ausziehen, die Übergabe war nicht mehr weit weg. Also ich kann mir nicht vorstellen, was da noch hätte gemacht werden müssen. Und ich habe niemanden beauftragt. Das Opfer. Thomas Krall. Kennen Sie den? Gott. Sagt er Ihnen was? Was heißt, oh Gott? Er saß bis vor 3 Monaten noch im Gefängnis. Wegen Vergewaltigung. Ja, an meiner Schwester. An Ihrer Schwester. Sie war leider Opfer dieser Vergewaltigung gewesen. So. Und Sie haben ein Motiv, Herr Weber, wollen Sie das abschreiten? Also Rache steht da ganz groß am Himmel für uns. Ich hatte damit abgeschlossen. Außerdem könnte ich niemals einem Menschen was zuleide tun. Selbst ihm nicht, der also, meiner Schwester das angetan hat. Aber nein. Aber ganz ehrlich, für uns sieht das wie ein perfider Plan aus. Sie inszenieren eine Renovierung. Sie geben als Alibi, ich war am Umziehen, ich war in meiner neuen Wohnung. Komischerweise, als wir am Tatort auftauchen, stehen Sie da und gucken. Und das ist nicht sehr selten, dass Täter zurückkommen, um zu gucken. Na, ich bin doch nicht wahnsinnig. Wieso sollte ich denn, selbst wenn ich es getan hätte, wieso sollte ich denn zurückkommen? Die Chancen sind doch viel höher, dass sie mich dann geschnappt hätten. Ja, das passiert öfter, dass dann die Täter wieder so wieder zurückkommen an den Tatort, um einfach nur mal zu gucken. Genau. Oder um von ihrem Werk halt einfach mal so ein bisschen schaulustig dabei zu stehen. Oder weil sie der Meinung vielleicht sind, das wäre nicht verdächtig. Herr Weber, vermutlich hatte der Täter eine Perücke auf. Und wir haben da halt auch schon ein paar Spuren bzw. ein paar Teile dieser Perücke sicherstellen können. Unter anderem aber auch ein etwas helleres Haar, was so zu Ihrer Haarfarbe passen würde. Na bitte, ich bin ja nicht der einzige blonde Mensch auf dem Planeten. Ja, wahrscheinlich nicht, aber wir hätten halt Spuren, die wir jetzt untersuchen können auf DNA. Ich bin vollkommen unschuldig. Bitte untersuchen Sie alles, was Sie wollen. Ich bin mir wirklich keiner Schuld bewusst. Vor allem habe ich keine Perücke getragen. Dennoch, die Zusammenhänge können kein Zufall sein. Möglicherweise spielt die Vergewaltigung der Schwester eine entscheidende Rolle. Was ich Ihnen sagen kann, ist nur, dass er guter, loyaler Mitarbeiter war und dass er seine Arbeiten immer gut gemacht hat. Und ja, auch so sind wir gut miteinander klargekommen. Kennen Sie seine Vita, sein Vorleben? Hat er Ihnen da irgendwas zu gesagt? Sie sprechen da sicherlich
auf den Einbruch an. Klar, also der hat mir ganz offen und ehrlich erzählt, wie wir uns kennengelernt haben und er erfahren hat, dass ich halt diesen Handwerkbetrieb habe und er mich gefragt hat, ob er bei mir anfangen kann. Da hat er mir das ganz offen und ehrlich hat er mir das geschildert, dass er dann mit dem Einbruch dann in der Vergangenheit, naja, daneben gegriffen hat und letztendlich, er war dann zum Probearbeiten bei mir und handwerklich. Dann werde ich Sie jetzt ganz ehrlich und offen damit überraschen, dass von dem Einbruch mir so nichts bekannt war. Dass wir sehr wohl wissen, was? Dass er straffällig geworden ist, aber nicht wegen Einbruch. Sondern? Wegen Vergewaltigung. Vergewaltigung? Wegen Vergewaltigung. Der Handwerksmeister hört zum ersten Mal, dass sein Mitarbeiter wegen Vergewaltigung verurteilt wurde. Die Ermittler fragen, ob es schon vorher zu Zwischenfällen mit dem Mann kam. Da war schon mal das ein oder andere Mal, hat er darüber geklagt und hat dann irgendwas erzählt, er würde verfolgt oder so, hat er mir gesagt. Und dann war die Sprache war immer von einem weißen Audi DT, TT, Audi TT. Also ein weißer? Und, ja, genau. Und dann hat er mir gesagt, der verfolgt mich und hat mich sogar manchmal sogar auf der Arbeitsstelle, hat er mich ans Fenster gerufen, hat gesagt, da steht er wieder. Und jedes Mal, wenn ich dann zum Fenster kam, stand kein Audi okay. vor der Tür oder beziehungsweise nicht dieser Audi TT. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe gedacht, okay, der war im Gefängnis, ein bisschen Paranoia, leidet unter Verfolgungswahn. Das heißt, das besagte Fahrzeug haben Sie selber noch nie so zu sehen bekommen, sondern nur von Erzählungen. Ja, nur von Erzählungen. Ich habe ihn selber nicht gesehen. Wie gesagt, ich habe gedacht, er hat Paranoia. Die Kommissare lassen alle in Duisburg zugelassenen weißen Audi TT checken. In der Zwischenzeit hat auch die KTU Neuigkeiten. Was hast du Schönes für mich? Also wir konnten unter den Fingernägeln des Opfers Blut- und Hautpartikel sichern. Mhm. DNA-Analyse läuft auch schon. Sehr schön. Ebenso wie von dem Haar, was wir in der Perücke gefunden haben. Also ein einziges menschliches Haar. Das da? Sind wir gerade dran. Ja. Dann haben wir an den Unterarmen des Opfers haben wir blaue Flecken gefunden. Also okay. Vermutlich von der Tatwaffe, von dem Hammer. So oder hier? Unterseite. Also vermutlich hat er sich so... Ab der Haltung, okay. Ganz genau. Vermutlich hat sich der tote Handwerker gewehrt. Dann könnte auch der Täter Spuren eines Kampfes haben. Unterdessen liefert die Auswertung der weißen Audis einen neuen Ermittlungsansatz. Dann wäre das der einzige Ansatz, ne? Ja, ich war 20. Kollegen, wir haben den weißen Audi TT angemeldet in Duisburg überprüft, haben hier mehrere Treffer. Okay. Jetzt haben wir aber nur einen vorgeladen und zwar, und das ist für euch interessant, den Johannes Licht, der ist 34 Jahre und das war der Ex-Verlobte des Vergewaltigungsopfers, der Mila, ne? Mila heißt das, richtig? Genau, ja. Mila Weber. Ja. So. Also da haben wir einen Treffer, das Gute ist, der ist auch schon da. Den hatten wir schon vorgeladen, weil wir clever sind. Und der ist auch schon da, der sitzt oben. Es gibt mehrere Audi TTs, weiße. Ja. Aber das ist ja, ja, ein Sechser am Lotto vielleicht. Ja, bei den Ermittlungen mit den Halterdaten hat sich dann herausgestellt, dass wir einen Halter von einem weißen Audi TT haben, was in dem besagten vorherigen Fall der Vergewaltigung schon mit aufgetaucht ist, der Name bzw. die Person. Und dabei handelt es sich um den Verlobten der Geschädigten und er hat für uns somit auch ein Motiv. Der Ex-Verlobte des damaligen Vergewaltigungsopfers ist inzwischen auf der Wache eingetroffen. Er weiß noch nicht, warum er überhaupt hierhin einbestellt wurde. Es geht unter anderem auch noch mal um den Fall ihrer damaligen Verlobten, die Frau Weber, Mila Weber. Okay. Sie waren ja in diesem Vergewaltigungsfall als Zeuge auch vorgeladen und waren der Verlobte. Ist das jetzt noch weiterhin aktuell oder sind Sie schon zwischenzeitlich verheiratet? Sie hat sich von mir getrennt. Sie hat sich von Ihnen getrennt? Ja. Oh. Ja, sie kam mit der ganzen Situation nicht ganz zurecht und naja, es ging leider auseinander. Gut, die Annullierung der Verlobung, das tut mir leid. Das tut mir wirklich leid für Sie. Wie lange ist das her? Ja, es ist schon eine Weile her jetzt wieder. Okay. Wie kommen Sie damit zurecht? Naja, es ist schwierig, aber wir versuchen klarzukommen miteinander, ne? Okay. Ich sehe gerade, Sie tragen den Ring noch. Ist das Ihr Verlobungsring? Ja, genau. Kam noch nicht dazu, den abzunehmen. Mhm.
Herr Licht, Sie sind vorgeladen, weil wir einen Mord haben. Wir haben hier ein Tötungsdelikt. Okay. Und bei dem Opfer handelt es sich um den damaligen Täter dieser Vergewaltigung. Okay. Und den Thomas Krall, falls Sie sich erinnern. Den, ja, ich kenne den wohl. Den kennen Sie. Wann haben Sie ihn denn zuletzt gesehen? Bei der Verhandlung damals. Bei der Verhandlung. Danach haben Sie sich nicht mehr gesehen. Nein. Und auch nicht mehr begegnet. Der ist tot. Der ist tot aufgefunden worden und ist ja. Okay. Also, muss ich ehrlich sagen, habe ich kein Problem mit. Das glaube ich Ihnen sogar. Der Ex-Verlobte gibt offen zu, dass er kein Bedauern über den Tod des Vergewaltigers verspürt, was nicht für ihn als Täter spricht. Ich glaube Ihnen, ich glaub's Ihnen, dass Sie glücklich und zufrieden sind, dass der Täter der Vergewaltigung Ihrer damaligen Verlobten jetzt irgendwie ums Leben gekommen ist. Aber dennoch, wir ermitteln hier in Sachen Mord und das hat Vorrang. Ja, aber es hat nichts mit mir zu tun. Das hat insofern was mit Ihnen zu tun, dass Sie auch unter den Verdächtigen gelten. Und Sie können, wenn Sie nichts damit zu tun haben, sich jetzt ein ganz einfaches Leben machen und mit uns kooperieren. Wir haben die DNA-Spuren, früher oder später werden die DNA-Spuren den Täter überführen. Aber ich würde jetzt gerne eine Vorabüberprüfung gerne machen und würde gerne von Ihnen, dass Sie Ihren T-Shirt mal ausziehen, damit ich gucken kann, ob Sie irgendwelche Kampfspuren haben. Ich mach doch jetzt hier kein Striptease. Also jetzt ich. Nee, jetzt ich. Also wirklich. Sie bleiben mal hier. Gianni, komm her. Hey. Runter. Nee, alles gut. Wir haben den. Runter. Hinsetzen. Johannes, warum in meiner Wohnung? Du, Jesus, hat der was zu hängen? Ganz ruhig. Was hat der? Das ist der Typ, der den Thomas umgebracht hat. So. Was? Gar nicht. Ernsthaft, ich stand ernsthaft, immer hinter dir. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Ich stand immer hinter dir. Der 34-Jährige zeigt sich völlig unkooperativ. Sein Fluchtversuch macht ihn stark verdächtig. Aber erst die DNA-Probe des Haares kann ihn überführen. Sie sind Verdächtigter bzw. Beschuldigter im Mordverfahren. Ich würde Ihnen jetzt empfehlen, einen Anwalt hinzuzuziehen, aber die Aussagen, die sprechen für sich. Eine DNA-Überprüfung bzw. Untersuchung wird Sie ohnehin überführen. Ich würde sagen, nehmt ihn mal mit runter, ED-Behandlung. Mhm. Und danach machen wir uns gleich in die Vernehmung erstmal. Sie haben die Handschuhe, dann Sie verhalten sich bitte friedlich, ne? Einmal umstehen, bitte. Wenn Sie möchten, dass wir irgendjemanden benachrichtigen, können Sie das den Kollegen dann gleich sagen. Ich denke, wir werden auch die Staatsanwaltschaft schon mal anrufen, schon mal vorbereiten, dass da was kommt. Ja. Der Untersuchungshaft. Die Vorermittlung, dass er gleich wegfliegt. Der Hass des Täters auf den Bruder seiner Ex-Freundin war grenzenlos. In seinen Augen ließ der die junge Frau nach der Vergewaltigung hängen. Aus Rache wollte der Täter ihm die Tat in die Schuhe schieben. Der junge Mann wird wegen Mordes verurteilt.